Das ist mein Sony Vaio VPC-SB 1B1. Das hat einen Intel Core i7 Prozessor der Sandy Bridge Generation, der zweiten Generation, und einen AMD Radeon 6630, den man manuell umschalten kann von der Chipsatzgrafik Intel auf den Radeon. Das habe ich hier schon gemacht. Mal eben in das System gucken. Da ist der Intel Core i7, 6 GB Arbeitsspeicher. Im Leistungsindex kann man sehen, 6,4 ist durch den Prozessor begrenzt. Die Grafikkarte hat 6,7 und die Festplatte, die ich selbst eingebaut habe, ist eine Corsair F2 SSD, die hat 7,7. So, dann können wir auch schon mal Crysis 2 starten. Hört den Lüfter laufen, ist nicht verwunderlich, eigentlich noch recht erträglich, gerade wenn jetzt gleich beim Spiel der Ton läuft, hört man den Lüfter eigentlich gar nicht mehr, aber auch nicht verwunderlich bei der Spiegelt ein bisschen zu sehr. Kann in der Grafik, die Details habe ich auf hoch gesetzt. Man könnte die jetzt noch sehr hoch oder extrem setzen, aber hoch lässt sie schon sehr gut spielen. Man sieht übrigens auch die beleuchtete Tastatur. Dann wollen wir das Spiel mal fortsetzen. Läuft also vom Grundsatz eigentlich ruckelfrei. Und wie gesagt, natürlich arbeitet der Lüfter, aber das ist bei, denke ich mal, bei jedem Laptop, dass diese Bauform hat und so. Jetzt nicht der Spiele-Experte hier, aber lässt sich also super spielen mit dem Laptop.
macht also richtig Spaß. So, das dürfte eigentlich reichen. Man kann also sehen, dass man das eigentlich sehr gut spielen kann hier. Und dann kann man, so gut zulassen natürlich, dann kann man hier auch noch manuell wieder den Grafikmodus umschalten in den Energiesparmodus. Mit der Chipsatz-Grafik und dann beruhigt sich auch, das kann man dann hier sehen, jetzt ist es nicht mehr der Intel, der Radeon, jetzt ist es Mobil Intel Grafik-Chipset. Ja, das war's.